Die Vulkaneifel. Vor tausenden von Jahren herrschten hier mächtige Feuerberge. Heute sind es prächtige Wälder und azurblaue Seen. Doch tief unter der Erde liegt eine andere Welt verborgen. Hier sammelt sich Regenwasser, Tropfen für Tropfen, in unterirdischen Quellen. Und so entstand Eifelstein. Unsere Heimat. Gesteinshöhle mit frischem Wasser. Hochinteressant. Wie interessant? Ich sehe nichts. Wo bin ich denn? Oh. Ihr seid in Eifelstein. Unser Wasser hat euch zum Leben erweckt. Echt? Das geht? Cooles Wasser. Ui. Oh nein, ein Feuergeist. Nicht nur irgendeiner. Ich bin Pyrrhos, der tollste Feuergeist der Welt. Und wo lebst du? Etwa in der Lava? Klar, da unten brodelt es mächtig. Macht euch auf was gefasst. Hey G-Rex, durch die Beben muss Lava aus dem Erdinneren aufgestiegen sein. Wenn Pyrrhos seinen Vulkan weiter erhitzt, bricht der aus. Aber dann zerstört er ja den See. Danke für die Analyse, Mina. Kannst du den Vulkan auch irgendwie wieder, du weißt schon, weganalysieren? Kein Ding. Sparky macht das schon. Sparky, nein! Der See hat uns Leben geschenkt. Wir müssen ihn beschützen. Hey Leute, verzischt euch lieber. Gleich wird's warm. Puh, ich schmelz schon. Oh. Yeah! Echte Sea-Power! Hey, wo willst du damit hin? Nein! Ich komme wieder! Ja! Die Quellgeister, das Wasser. Dieser Ort setzt ungewöhnliche Kräfte frei. Hochinteressant. Mega! Stimmt, dieser Ort hat wirklich ungewöhnliche Kräfte.